Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS22 9 Minibrunnen. Auf der 9 Minibrunnen, wer hätte mir gedacht, wir sind wieder am Start. Es ist kurz vor knapp, ihr seht, es ist 22:30 Uhr. Und morgen um 16:15 Uhr kommt das Video schon, also frischer geht's nicht. Und wir switchen mal durch, was zu tun ist. Weil ich habe keinen Plan, ich bin absolut nicht auf irgendeinem Stand, ich bin eigentlich gar nichts. Der hat schon mal nichts zu tun. Steine sammeln, Io. Und der Xylon ist am Drillen, beziehungsweise den müssen wir starten. Den starten wir. Wir geben da mal ein bisschen weniger. Vorgewende machen wir 3. Starten auf Bahnen. Ecken rund. Weil rund ist gut. So, dann starten wir die Hütte mal. Und fahren den mal rüber. Oh, warum schaltet er nicht? Jetzt schaltet er. Komisch. Hat sich wieder ein bisschen komisch angefühlt. Ja, egal. Dann starten wir den. Dann kann der nämlich per Helfer machen. Und wir fangen an, Steine zu sammeln. Genau. Falsche Jahreszeit, bin ich jetzt dumm? Was wollten wir denn drillen? Ach so, ja. Weizen. Let's go, der Hase. Was macht er denn? Der schaltet irgendwie komisch, der Kollege. Das ist ein bisschen weird. So, das gibt aber auf jeden Fall schon mal ein Bild, weil erst ein Satz vom Xylon. Perfekt. Und dann gehen wir hierhin in den 900er und fangen an. Auf dem Feld einmal die Steine wegzusammeln. Das ist ein bisschen Abfuck, aber egal. Wenn es gemacht ist, ist es gemacht. Und dann, weil dann müssen wir es nie mehr, oder das nie mehr machen, aber halt erstmal nicht mehr machen, weil unsere neue Sämaschine ist eine Direktsaat. Und da müssen wir das nicht machen. Wenn wir dann so weit durch sind, weiß ich noch nicht. Morgen müssen wir dann, ich denke mal, morgen werden wir ziemlich fertig. Wenn wir morgen fertig, weiß ich noch nicht. Aber ich muss euch vorwarnen, Freunde. Ich fahre ja nächste Woche nach Italien, eine Woche lang. Und ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, für jeden Tag eins vorzumachen für euch. Das weiß ich noch nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die eine Woche Italien hier auch in Betriebsurlaub gehe. Das kann man sich dann auch mal gönnen nach, keine Ahnung, 4 Jahren durchgehend. Oder was weiß ich. Ne, 4 Jahre durchgehend sind so nicht, aber 2 oder so. Ne, 3 müssten es sein. Die letzte Pause war damals bei meiner Abschlussprüfung, ne? Dann sind es jetzt 3 Jahre, die wir durchballern, daily. Da kann man sich schon mal einen Betriebsurlaub gönnen. Aber wenn ich es schaffe, dann schaffen wir es auf jeden Fall, und wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir, dann bin ich, habe ich noch mal eine Woche Urlaub. Da hat aber meine Frau auch Urlaub. Da werden wir da ein bisschen was machen. Das heißt, da wird auch nicht so viel passieren. Und dann habe ich noch eine Woche Urlaub, aber die Frau nicht mehr. Da können wir ja mal schauen, ob wir da uns mal wieder live sehen. Ein, zweimal in dieser Woche. Können wir ja mal schauen, wenn es hinhaut. Genau. Und ansonsten, ne? Ja, machen wir jetzt erstmal hier weiter. Aber wenn wir es wirklich in den Live schaffen, dann werden wir auf jeden Fall auf der Hof Bergmann ein bisschen weiterspielen. Meine Frau. Die Frau, meine Frau, steht hier in der Tür. Guck, guck. Die wartet, bis ich fertig bin. Ich muss das eine machen, und ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, Freunde. Ich habe Bausimulator gemacht, dreimal. Da kommt übrigens am Sonntag noch eine vierte Folge. Auf jeden Fall habe ich Bausimulator dreimal. Und dann war Woche Action. Und dann habe ich jetzt vorhin dran gedacht, oh fuck, morgen kommt ja gar nichts mehr.
Deswegen müssen wir das schnell machen. Schnell hochrotzen das Zeug, ne? Ihr wisst Bescheid und dann geht's am Morgen weiter. Wir haben einen neuen Kühlschrank, Freunde. Einen neuen Kühlschrank, den alten von meinem Vater. Das Ding. Also auf jeden Fall nicht schlecht. Der ist groß. Der hat direkt so ein Gefrierfach unten dran. Das ist kein besonderer Kühlschrank, na, ein ganz basic. Aber ihr kennt ja meinen alten Kühlschrank, den kennt ihr. Und den neuen kennt ihr aber nicht, das ist ja klar. Aber der ist geil. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber der alte Kühlschrank, den wir immer noch haben, der ist ziemlich klein. Das hat vor 2 Monaten, oder sagen wir vor 1 Monat, und ja, sagen wir vor 2 Monaten, ist es nicht mehr so lang, Freunde. Vor 2 Monaten hat es noch gereicht, aber jetzt reicht es nicht mehr. Und dann kam da irgendwie ein neuer Kühlschrank angeflattert. Danke fürs Rein. Abonnieren, wer auch immer das war. Ich sehe es wieder nicht. Hä? Oder kommen die Alerts jetzt wieder nachträglich rein? Das ist wieder. Ach, das ist wieder das übliche Problem, dass das auch immer noch nicht funktioniert. Wisst ihr, was wir gekauft haben? Capybara-Klopapier. Das kann ich euch irgendwann bei Gelegenheit mal wieder zeigen. Ich habe eine Rolle gesaved hier in meinem Regal. Mit dem ganzen Shit drin. Kann ich euch mal zeigen. Capybara Klopapier. Das ist nur das Beste für die Ritze, sage ich euch ganz ehrlich. Auch immer nur, wenn ihr kacken geht, von dem Capybara Klopapier immer nur den letzten Schliff. Ein Blatt, letzter Schliff. Wichtig. Ein Blatt, letzter Schliff. Weil das ist wirklich sehr qualitativ hochwertiges Klopapier. Ja? Ein Blatt, letzter Schliff. Nicht 20 Blätter aufrollen und erster Schiss. Um das Grobe wegzumachen, da reichen die Finger. Oh Leute, kennt ihr das, wenn ihr Arschwasser habt und dann so Restscheiße aus dem Arsch rausgeschwemmt wird? Kennt ihr das? Ey, das ist nicht lustig. Wir sind da letztes Wochenende die Altenburg hochgepilgert bei uns, so eine Burg. Leck mich am Arsch, Alter. Oder lieber nicht, weil ihr wisst Bescheid. Aber so ist es im Leben, ne? Das Leben ist hart. Scheiße. Das Video heißt, ich habe mich eingemosert. Doch. Das gibt Klicks, Freunde. Oder, weißt du, was auch Klicks bringt? Du blinkst Klicks. Meine Freundin spielt das erste Mal LS. Dabei spielst du dann gar kein LS, sondern stehst nur hier. So machen es alle. Das sind alles Verarscher. Alles böse Menschen. Hast du schon mal? Ja? Wow. Dann hier. Weiß Bescheid. GPS. Und so weiter. Dann kannst du ja in meinem Betriebsurlaub für mich übernehmen hier. Bisschen dumme Scheiße erzählen und hier ein bisschen im Kreis fahren. Schaffst du. Einfach aus dem Leben erzählen. Geschichten aus dem Paulanergarten. Was machst du eigentlich? Die flechtet meinen Vorhangtür. Ich habe ja keine Türen mehr im Schlafzimmer und in der Zentrale hier. Ich habe da ja nur diese Vorhänge, aber das wisst ihr, das kennt ihr. Da wird jetzt gerade der Vorhang hier in der Zentrale geflechtet. Oh oh Leute, oh oh, ich muss mich beeilen.
Wir haben noch 5 Minuten. Die werden ausgekostet. Die werden gekostet. Den Streifen hier, den lassen wir, oder? Ja. Oder, na, je nach Lust fahren wir da nochmal Rinder. Wow. Wow. Sieht richtig krass aus. Where are the good, good, good to highway, highway? Das gefällt dir nicht. Auch lieber sowas. Gar nichts. Eine Tür? Eine Tür. Ja, aber das Ding ist, die Tür, die geht nach innen auf, da wo der Schrank steht. Das ist der, das. Ja, das, deswegen habt ihr raus, weil dann muss. Ja, aber das Problem ist, dann müsste der Schrank wieder bis ans Fenster ran, damit die Tür vernünftig aufgeht, weißt? Das ist, deswegen habe ich die damals raus, genauso hier auch. So, die Ecke hier noch raus modellieren. Und dann können wir tanzen. Der Mager mit dem Bagger hat auch mal wieder ein Video rausgehauen. Ich muss mir auch mal anschauen. Ich glaube, das schaue ich mir in Italien am Strand an. Freunde. Da genieße ich das. 15 Minuten pure Unterhaltung. Live von der Baustelle. Freunde, ich muss wirklich, ich muss mich beeilen. Wir müssen diese 3 Minuten so schnell wie es geht rumbringen. Dann muss ich diese Kacke hochrotzen. Und zwar so schnell wie es geht. Wichtig und richtig. Weil, ich erzähle es euch jetzt einfach. Weil ich ins Bett will. Weil ich ins Bett will. Zum Schlafen. Freunde. Ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Wahrheit habe ich einen Nebenjob. Ich töte Zombies. Und der fängt gleich an. Jetzt komme ich zu spät. So. Vorhin waren wir zusammen vor meinem Kinderspielzeug gesessen. Wobei, wir fahren die eine Bahn noch ab. Und haben das uns angeschaut. Von meiner Siku-Sammlung. Wir kennen die ja auch alle. Da ist auch seit dem letzten Video nichts mehr dazugekommen. Ob da jemals sowas Großes dazukommt, außer vielleicht ein blauer New Holland. Kann ich euch nicht versprechen. Weil dieses Siku-Zeug, das hat in den letzten Jahren so krass nachgelassen. Andererseits kamen da jetzt einige neue Modelle raus. Also halt die neuen Modelle von den Herstellern. Der 728, der neue Johnny, der New Holland T7, der neue, noch irgendwas? Ich glaube, das waren schon. Ich habe da irgendwo im Müller ich da mal was gesehen. Ich habe es aber auch nicht so lange angeguckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt kippen wir den Mist noch ab. Weil dann können wir den Steinesammler nämlich abgeben. Und dann können wir morgen gediegenst weiter malochen. Und dann können wir nämlich den Kalk abladen. Das Ding aufräumen. Und dann die Sämaschine übernehmen. Der ist ja. Gut, der ist nun nicht mal bei der Hälfte. Aber dann sind wir nämlich auch am Ende gleich angekommen. Dann würde ich nämlich jetzt beim Abkippen schon mal sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid.
Ihr wisst auch Bescheid, dass nächste Woche eventuell, aber das erfahrt ihr in der WhatsApp-Gruppe, das erfahrt ihr auf Discord, das erfahrt ihr auf Insta, ob wir da eventuell in einen Betriebsurlaub gehen oder ob ich es schaffe, Videos für euch zu machen. Das erfahrt ihr dann aber noch rechtzeitig. Ansonsten sehen wir uns morgen zur gewohnten Zeit. Bis dahin. Peace out und ciao.